Beeil dich, Harry. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste fängt gleich an. Schon wieder Unterricht bei dem. Das wird wunderbar werden. Professor Lockhart will uns Elasto beibringen. Nun komm schon, Harry. Oh Gott, Elasto. Ja, und damit willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Es ist eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Aus dem Grund, dass mein PC nicht ging. Und jetzt endlich geht es weiter nach all den Jahren. Und auch gleich mit meiner Lieblingsaufgabe, um Zauber zu lernen. Und dafür müssen wir erstmal einen Weg auf uns nehmen, den wir schon laufen. Ja Gott, ich habe so ewig nicht aufgenommen. Ich hatte keinen PC, dann zwischendrin sogar noch kein Internet mehr. Beeil dich. Wir wollen doch nicht zu spät zu Professor Lockharts Unterricht kommen. Hat sie sich gerade gebeamt? Wieso wir? Was? Ach so, sie kommt nicht zu spät, aber wir, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Auf jeden Fall hatte ich kein Internet, kein PC, aber jetzt endlich kann ich weiter aufnehmen. Die Folge kommt dann heute Abend für euch. Für mich ist es gerade, naja, es ist 11 Uhr morgens, also man kann es nicht morgen nennen. Und ich würde sagen, wir geben mal unsere silbernen Karten ab. Wie viele haben wir denn? Wir haben schon 2 Schlüssel, das heißt, es dürfen sich gleich 2 Tore öffnen. Genau, boah, fehlen nur noch 2. Können wir da nicht? Also wenn sich jetzt das untere noch öffnet, könnten wir ja schon durchlaufen. Ich denke aber nicht, dass es funktionieren würde. Auf jeden Fall, auf YouTube hat sich in der Zeit auch ein bisschen was geändert. Denn jetzt ist YouTube mit Google Plus verknüpft im Kommentarsystem. Was natürlich ziemlich frech ist. Also es ist frech, dass jeder sich jetzt einen Google Plus Account machen muss. An sich finde ich Google Plus, also dass jeder YouTube mit Google Plus verknüpfen muss. An sich finde ich Google Plus gar nicht so schlecht. Ich habe es mir den letzten Tag angeguckt. Es kam ja auch nochmal ein Design-Update und ich finde, das sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe, in der Sache her. Können wir jetzt hier eigentlich was machen oder haben wir das schon? Ich glaube, da unten waren wir schon, oder? Ja, da war der Gnom. Ach, jemand in den Kommentaren hat mir geschrieben, dass die Gnome einen nicht nur Kronen wegnehmen können, sondern auch manchmal Super-Power-Tränke, welche ich jetzt eigentlich trinken wollte. Aber nicht trinken. Ach, ja, stimmt. Ich habe das Trinken der Super-Power-Tränke von der Leertaste weggemacht. Und jetzt benutze ich es nicht immer aus Versehen. Und ich muss sagen, irgendwie freue ich mich ja wieder auf den Dialog, den hier gleich Gilderoy Lockhart anfangen wird. Willkommen zu eurem Lieblingsunterricht, liebe ja. Mit meinem Warte Lieblingslehrer. Warte mit dem Jubelrufen, bis wir Elasto gelernt haben. Harry Potter, du siehst aus, als wolltest du unbedingt noch etwas dazulernen. Steh auf und tritt vor die Klasse. Ich stehe doch schon. Wir werden dann zeigen, wie das geht. Warum immer ich? Echt mal. Ich glaube, er mag uns. So, und jetzt kommen wir zum letzten Zauber, den wir lernen werden. Und natürlich damit auch mit der schwersten Pfeilkombination. Ja, okay, das wird schwer. Vor dir wird ein Zauberstab erscheinen, der die Form des Symbols nachzeichnen wird. Wenn der Zauberstab sich genau über dem Pfeil befindet, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken, um das Ziel zu treffen. Okay. Die Herausforderung besteht aus 3 Übungen. Ich kann's du musst nicht in jeder Übung alle Ziele exakt treffen, um fortfahren naja, aber die, zu können. Die Entwickler müssen Übung ja auch sicher gehen, dass man weiß, was man hier macht. Ich mache es ja in vielen Spielen so, dass ich die Dialoge immer skippe und dann ohne Wissen rumrenne. Also was heißt in vielen? In Pokémon habe ich das früher gemacht. Aber ich glaube, das hat jeder im Pokémon gemacht. Ich kenne keinen, der im Pokémon auf die Ideologe aufgepasst hat. Gut gemacht, als Kind. Harry. Mittlerweile du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. 5 Punkte für Gryffindor. Ich spiele ja derzeit Pokémon Online, ja? Und werde da immer fertig gemacht. Aber das ist ganz... Ach, scheiße. Jetzt müssen wir, glaube ich, alles nochmal machen, oder? Nein, Harry, nein. Okay. Ich sollte mich besser auf diese Pfeile konzentrieren. Das ist schon eine schwere Aufgabe. Aber ich habe gerade das Headset lauter. Also, ich habe meinen ganzen PC neu aufgesetzt. Muss man wissen, falls irgendwas mit meinem Headset, falls sich schlechter anhört, dann entschuldige ich das hier. Aber es dürfte eigentlich alles stimmen. Soweit, hoffe ich zumindest. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit Was kriege ich jetzt? 10 Hauspunkte? 10 Punkte für Gryffindor. Wer hat damit gerechnet? Fang an. Bing, 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 ding, ding. Ich glaube, als Kind bin ich hier dran verzweifelt. Es war so gemein und fies. Aber jetzt haben wir es geschafft.
Gute Arbeit, mein Junge. Du hast alle Übungen abgeschlossen. Das ist ja hier fast wie Osu. Nur ohne Musik. Du hast es geschafft, Harry. Du beherrschst jetzt Elasto. Jetzt ist es Zeit für meine brandneue und schon bald weltbekannte Elasto-Herausforderung. Weltbekannt? Ja, derzeit sind ja die Osu World Cups. Ja, und Deutschland steht gerade gar nicht so schlecht da, falls es jemand interessiert. Ich weiß, Osu ist ein sehr beliebtes Spiel überall. Musst du den Stern der Vollkommenheit einsammeln. Er befindet sich einige Stockwerke über uns. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Spring die Uhr auf Null, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, sie alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast... So, viel Glück. Okay, dann starten wir durch in unser Abenteuer und testen gleich mal hier. Oh Gott, ich bin gar nicht mehr die Maus vom PC gewöhnt. Starten wir mal durch. Ach, er muss natürlich... Elasto-Teppiche sind überall in Hogwarts versteckt. Ja, ich weiß. Wendest du Elasto auf sie an und springst dann hinauf, fliegst du wie ein Gummiball in die Luft. Suche den Boden nach diesen Symbolen ab. Sie führen dich weiß nicht, wo könnte dieses Symbol sein. Es ist etwa direkt vor mir. Naja, aber bevor wir jetzt unseren Zauber richtig kennenlernen, werden wir erstmal die Gnome hier zurückschicken. Wir werden keinen mitnehmen. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Okay, der gibt keine Bohnen, weil... keine Ahnung. Achso, weil er noch nicht aus dem Loch draußen war und jetzt ist er zu tief im Loch, oder wie darf ich das verstehen? Vielleicht gibt es hier ein... Also ich weiß nicht, vielleicht öffnet sich hier was, wenn man beide Gnome... Kommst du bitte raus? Ich bitte dich. Sonst kriege ich vielleicht ein Geheimnis nicht. Das finde ich echt schade. Hallo? Konomi? Ich glaube, wir haben ihn kaputt gemacht. Naja, dann hoffe ich einfach mal, dass wir hier nichts verpassen. Wenn der Gnome jetzt da nicht raus will. Sieht nämlich so nach geheimem Versteck aus. Naja, das Einzige, was ich machen kann, ist ihn noch mal reinschubsen. Aber ich glaube, das macht sich besser. Gut, dann haben wir hoffentlich kein Versteck verpasst. Das gucken wir später nochmal vorbei. Oder ich mache das offscreen. Und da sehen wir unseren tollen Zauber. Wir können Trampolin springen. Ist das nicht toll? Also ich fand das als Kind toll. Das war mein liebster Zauber. Oh, was ist das? Imps sind gemeine kleine Kreaturen. An die erinnere ich mich gar nicht mehr. Halte dich von ihnen fern, denn ihr Biss ist tödlich. Wie bei den Gnomen kannst du auch bei den Imps Flippendo verwenden, um sie in ein Gnomenloch zu befördern. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Oh, die sind einfach schneller. Okay, kann ich mitleben. Und sie geben keine Bohnen. Oh. Das sind sie schwerer und geben dann keinen Boden. Okay, nee, an die konnte ich mich echt gar nicht mehr erinnern, fällt mir gerade auf. Und hier oben irgendwo ist der Stern der Vollkommenheit. Da bin ich ja mal gespannt, wo wir jetzt hinspringen. Ich denke einfach geradeaus da hoch. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Dann schauen wir uns doch mal um. Dann können wir nämlich noch ein paar Geheimnisse ergründen, so wie das aussieht. Das da sah aus, als hätte man das verzaubern können. Aber nein, ich wusste es. Hier konnte man was verzaubern. Tja. Und dort hinten kriegen wir nochmal was. Ist das nicht verrückt? Nee, ich finde es an dem Spiel echt toll, weil überall Geheimnisse sind, die man finden kann. Finde ich an sich echt... Und naja, man verpasst die Geheimnisse nicht. Es ist nicht so wie in anderen Spielen, dass man dann nochmal das ganze Level durchsuchen muss. Um die Geheimnisse zu finden, stört mich manchmal. Also an manchen Spielen stört mich das. Man muss, also man spielt quasi das Level und da muss man, wenn man was verpasst hat und alles finden will, nochmal backtracken. Und das ist hier einfach. Okay, dank dieser Unterbrechung durch meine Schwester haben wir Zeit verloren. Und damit Bertie Bots Bohnen. Wir verfluchen sie jetzt dafür. Hex-Sex. Nee, wir sind hier ja keine, doch wir sind Hexer, aber keine Hexen, die Hex-Sex sagen, sondern wir sagen stattdessen Flipendo oder Stupor oder Expelliarmus, was anscheinend ein Zauber ist, den man... oh Gott, geht weg! Die Laufanimationen sind echt gut. Ist mir da gerade so nebenbei aufgefallen. Na, treffen wir von hier. Das ist ein guter Werfer. Okay. Der hat uns wohl... Hä? Drei? Ich habe gedacht, das wären nur zwei.
Ne, die Dinger sind ja echt flott. Die bringen das Ganze auf einen neuen Schwierigkeitsgrad. Und irgendwie werde ich, glaube ich, krank. Mein Hals kratzt so. Vielleicht hört's man ja. Hört man ja. Mein Deutsch ist extrem gut, muss man echt sagen. Frag mich gerade. Ach, da ist ein Feld. Aber bevor ich zu dem Feld gehe, will ich doch mal hier ein paar Geheimnisse lüften. Ach, da unten. Man hier Geheimnisse finden kann. Wie gesagt, ich finde das hier in dem Spiel echt gut gelöst mit den Geheimnissen, weil man sie einfach so findet. Und die Karte kann sogar durch die Wand durch. Ach, ist das gut gemacht, gut geskriptet. Ne, keine Ahnung. Ich find's gut. Okay. Habe ich gerade von dem gut programmierten Spiel geredet? Naja, ich find's trotzdem gut. Egal, was ich sag. Das ist ein tolles Spiel. Ohne Fehler. Komplett ohne Fehler. Oh, das ist ja auch lustig, wenn man so auf den Sachen hier landet. Wohin geht's jetzt? Ach, den Stern holen. Hätte ich jetzt eigentlich liegen lassen. Habe ich mittlerweile wieder vergessen. Und das ist ein Mechanismus, durch welchen wir jetzt... Durch unser Ach, das war ein Physikrätsel. Tolles Physikrätsel. Tolle Sache, Harry. Und jetzt... Jetzt wurde es, glaube ich, actionreich. Oh, und die Musik wird schon schneller. Oh Gott, der Boden, nein! Und Feuerkram. Okay, was ist halt mit meinem Deutsch los? Können wir die Führung hier unten gleich ihre Löcher bewerten? Müssen wir gar nicht aufstehen, runtergehen und bewegen. Ach, scheiß drauf. Geh da rein. Feuerkrabbel. Und du auch noch. Nee, Flipendo. Oh. Damit hätten wir die Feuerkrabben besiegt. Haben hier unten auch unsere Kiste bekommen, die wir uns jetzt snacken werden. Ja, ich habe das Wort snacken benutzt. Keine Ahnung. Irgendwie das Wort snacken kam über LOL in den Sprachgebrauch. Ich finde das Wort einfach nur lustig. Ich meine, wenn man sich was nimmt, snacken zu sagen, als würde man vespern. Ich weiß nicht, irgendwie klingt das komisch. Wie kommen wir denn jetzt da rüber? Können wir einfach da an der Seite hochklettern oder ist Harry... Okay, Harry ist sehr sportlich. Gott sei Dank. Müssen wir sogar hier noch ein bisschen selbst steuern, sonst wären wir gerade eben nicht weit genug gekommen. Fahren unsere eigenen Plattformen aus und jetzt, man muss sich überlegen, das ist ein normaler Hogwarts-Schüler mit einer Narbe auf der Stirn, klettern wir über so riskante Sachen. Ich weiß ja nicht, welche Lehrer sowas machen, dass man sein Leben so aufs Spiel setzen muss. Ich meine, wenn ich da runtergefallen wäre, dann wäre ich gestorben. Egal ob Zauberei hin und her. Das finde ich sehr, sehr fragwürdig, Gilderoy Lockhart. Sehr fragwürdig. Aber, ja, der Tod ist ja auch nur ein weiterer Schritt zu dem Tod. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Okay, der Raum wirkt hier wieder recht offen. Erstmal springen wir doch mal und schauen, wo wir dann landen. Hier oben ist eindeutig ein Geheimversteck, zu dem wir hoffentlich noch hinkommen. Ich frage mich allerdings gerade, wie. Ach, hier ist ein Gang. Na? Fahren wir jetzt Fahrstuhl? Nicht? Ne, den Schokofrosch brauche ich nicht, aber ich frage mich gerade, wie kommen wir an das Zeug? Da kann ich hier... Ah, okay, ich kann uns einfach im Sprung dorthin lenken. Finde ich ja gut. Er spart uns eine... Oh, nein, nein, nein. Weg, weg, weg. Waren das zwei? Auf einem Fleck? Okay. Irgendwie... Okay, wir kommen raus. Ach, deswegen war das so eine Kuhle im Boden. Sehr ausgeregelt. Vorhin mussten wir ja hier dann klettern. Aber jetzt... Jetzt ist dort ein richtiger Weg. Sehr gut. Sehr gut, Spiel. Und ich weiß gerade nichts zu sagen. Außer ist er gut. Uhu.
Okay, und jetzt ist es, denke ich, Zeit, nachdem wir alle Geheimnisse erkundet haben, uns unserer wirklichen Aufgabe im Leben zu widmen, nämlich dass wir noch noch mehr verstehen. Ich würde nämlich auch gerne jetzt eine Karte finden. Ich frage mich gerade, wo jetzt hier unser Lumos-Zauber wirkt. Gibt's hier noch irgendwas, was wir entdecken können und noch nicht gefunden haben? Oh, Tatsache. Naja, das haben wir ja auch so gelöst. Das braucht man ja nicht. Okay, Spiel. Wir haben dich aus, obwohl. Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich sollte es einfach noch einen Weg geben, den man. Warum hat es nicht weiter flippundiert? Das links hängen mir Bohnen hier, mit dem können wir nichts machen, aber hier könnten wir noch ein paar Bohnen zusammenholen. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich das mache, weil eigentlich habe ich keine Lust darauf. Aber ich habe jetzt entschlossen, wir haben es doch nötig. Ich meine, was fangen wir uns im Leben ohne Bohnen an? Ich glaube, wir haben noch nie Bohnen ausgegeben, oder? Haben wir schon mal Bohnen ausgegeben? Wenn wir jetzt runterfallen, wie kacke das wäre. Dann wären wir doch nochmal ganz am Anfang, oder? Das ist ein anderer Raum. Ach nee, da hat sich was geöffnet. Okay, da schön. Oh, hallo! Süße kleine Feuerkrabbe, die wir dran treffen müssen, damit es weitergeht. Können wir da irgendwas mit dir machen? Oder dich nur durch die Gegend schubsen? Anscheinend nur durch die Gegend schubsen. Und jetzt kriegen wir ein krasses Jump'n'Run. Durch die Gänge. Immer weiter und weiter. Bis zu einem. Oh Gott! Bis noch eine Feuerkrabbe, die allerdings normale Größe hat. Es sieht so aus, als würde sich da irgendwann was öffnen. Anscheinend noch nicht jetzt, da wir noch nichts machen können. Ich habe hier nichts entdeckt, ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ist hier was? Ist hier was? Nee? Nee? Haben wir irgendwas verpasst? Auch nicht! Wenn es rot ist, ist man zu weit weg, um zu zaubern, oder? Ach nee, jetzt habe ich Sorgen, dass ich was verpasst. Das macht mich dann innerlich fertig. Ich meine, ich bin Harry Potter, ich kann doch nichts verpassen. Okay, wir haben nichts verpasst. Dann können wir weiter in uns Abenteuer noch ein paar Bohnen zu uns nehmen. Mehr die Botsbohnen in allen Geschmacksrichtungen. Die gab es doch auch mal eine Weile, so als Harry Potter im Hype war, auch zu kaufen. Also dann nicht wirklich in allen Geschmacksrichtungen, aber doch, gab es auch eklige Sachen, glaube ich. Das war ganz... Was ist das? Warum kann ich auf die Eule alle Humore machen? Habe ich gerade auf die Eule alle Humore gemacht? Naja, egal. Oh, noch ein Geheimversteck. Wo ist es? Ja, das gibt. Oh Gott. Wenn wir da zu langsam sind, fallen wir dann einfach ins Bodenlose. Und jetzt? Ah, hier. Und? Okay. Das finde ich jetzt irgendwie cool. Das ist extrem cool gemacht, oder? Oder finde jetzt nur ich das? Nur ich? Okay. Eine Karte. Also ich finde das ist jetzt richtig... Oh Gott, ich will nicht schon wieder rüberspringen. Schnell hoch. Ach, die bleiben ja. Leuchten dafür aber nicht mehr. Okay, ich glaube aber, nach diesem Geheimversteck machen wir erstmal einen Schnitt. Ich schneide es zusammen, lade es hoch, dann wird es heute Abend so, keine Ahnung, war doch schon um 16 Uhr hochgeladen. War jetzt nicht so gesprächig wie sonst, aber ich denke, ganz schrecklich war es auch noch. Und ich frage mich gerade, wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Naja, das werden wir im nächsten Part erfahren. Bis dann, liebe Leute. Ciao.